Willkommen bei Schwarz auf Weiß und einer neuen Folge von In 90 Sekunden. Dieses Mal mit Mädchenmörder Brunke von dem mir sehr bewunderten Thomas Brasch. Das Buch ist gerade mal 90 sehr locker gesetzte Seiten dick und geschildert wird der Versuch einer Anverwandlung eines Erzählers, wir haben nur seinen Bericht, der sich in so eine Art Sexspielzeug und Strangulationsmaschine in einem geschnallt hat und versucht, sich in den Mädchenmörder Brunke zu verwandeln, der Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt haben soll. Der Erfinder einer Liebesmaschine gewesen sein. Der Erzähler, dessen Bericht uns hier wiedergegeben wird, aus zweiter Hand, versucht, sich selbst mit diesem Brunke zu verschmelzen. Und wir wissen schon vorher, dass es nicht klappen wird. Letzten Endes geht es um den Versuch einer Rekonstruktion dieser Liebesmaschine. Wie sie schon erahnen lässt, wäre die Geschichte, übrigens ein echter historischer Kriminalfall, vielleicht sehr interessant. Aber Brasch verrennt sich da irgendwie drin und vergeistigt und verkopft das alles. Es ist anstrengend zu lesen. Es läuft irgendwie auch so ins Leere. Es hat gute Stellen, sprachlich, stilistisch sehr gute Stellen. Es ist eine Novelle, die ganz viel riskiert, aber auch komplett scheitert am Ende.